Finsternis, absolute Finsternis. Hallo? Hallo, kann ich jemand hören? Management, Zentrale, Olaf Appelhans hier. Könnt ihr mich hören? Hallo? Hier ist Jennifer Bommershausen. Ich bin Auszubildende. Wir sind hier verschüttet. Hallo? Tatsächlich noch Überlebende. Wer ist da? Wer ist da? Wir bilden uns das nicht ein. Wir bilden uns das nicht ein. Sonntag, 2. August 1994, 17.41 Uhr. Wir befinden uns wenige Kilometer südlich von Essen. Eine gewaltige Explosion erschüttert ein Areal von mehreren Quadratkilometern. Sie ist der Auftakt des wohl mysteriösesten Minenunglücks der Welt, dem Minendrama von Essen. Provokante PR-Arbeit, spekulative Medien und angebliche Vertuschungsversuche. Bis heute liegt vieles im Dunkeln. Doch was ist wirklich in der Mine passiert? Uns wurden Informationen zugespielt, die ein wenig Licht in die dunklen Minenschächte werfen können. Doch vieles ist noch unklar. Die folgenden Ereignisse haben sich genau so zugetragen.